In dieser Sendung geht es um ungelöste Rätsel. Wann immer möglich nahmen echte Familienmitglieder und Polizeibeamte daran teil, die Vorfälle nachzustellen. Was Sie gleich sehen, ist keine Nachrichtensendung. Der 17-jährige Kurt Sover verschwand nach einer spontanen Party. 5 Tage später wurde Kurts Leiche gefunden, doch die Todesursache konnte nicht geklärt werden. Keiner weiß, wie oder warum er gestorben ist. Im vergangenen Mai fanden 2 Jungen einen Stein, in den geheimnisvolle Symbole eingeritzt waren. Plötzlich begann eine phänomenale Glückssträhne. Sie glauben, dass der Stein besondere Kräfte hat. In New Mexico wurde ein katholischer Priester auf eine abgelegene Raststätte gelockt und entführt. In Montana verschwand ein weiterer Priester auf mysteriöse Weise. Die Behörden befürchten, dass ein Priestermörder sein Unwesen treibt. 1949 Chongqing, China. Als die kommunistische Revolution von Mao Zedong das Land überrollt, wird ein amerikanischer GI namens Melvin Nellis aus Vietnam zurück in die Staaten versetzt. Er ließ seine Freundin und ihren 5-jährigen Sohn zurück. 20 Jahre später ist der Junge ein erwachsener Mann, der mit Tausenden von Flüchtlingen beim Fall von Saigon aus Vietnam fliehen kann. Heute ist John Nellis amerikanischer Staatsbürger, hat einen guten Job und eine neue Familie. Aber die schmerzhaften Erinnerungen an Vietnam sind noch frisch. Genau wie sein Vater ließ John einen kleinen Sohn zurück, als er in die Vereinigten Staaten kam. Begleiten Sie mich, vielleicht können Sie dabei helfen, eine vom Krieg zerrissene Familie wieder zu vereinen. Am 28. Oktober 1981 machten 3 kleine Jungen in Newburgh Heights, Ohio, einem Vorort von Cleveland, eine grausige Entdeckung. Ist das eine Puppe? Oh Mann, ich glaube, der ist echt. Lass uns von hier abhauen. Die gefundene Leiche schien absichtlich dort abgelegt worden zu sein. Abgesehen von kleineren Kratzern und blauen Flecken gab es keine Anzeichen von Verletzungen. Ein Tennisschuh wurde in einem Steinhaufen 4 Meter entfernt gefunden. Der andere Schuh fehlte. Einige Stunden später wurde die Leiche eindeutig als der 17-jährige Kurt Sover identifiziert. Eine Autopsie ergab, dass Kurt 24 bis 36 Stunden nach seinem Tod gefunden wurde. Aber als vermisst galt er schon seit 5 Tagen. Ich würde gerne wissen, wo Kurt in diesen 5 Tagen war. Ich würde gerne wissen, wie er starb und was seinen Tod verursachte. Ich bin mir sicher, dass es jemand weiß, denn jemand hat ihn dorthin gelegt. Dieser jemand war entweder bei ihm, als er starb, oder er fand ihn nach seinem Tod. Auf jeden Fall wollte dieser jemand nicht mit einem vermeintlichen Mord in Verbindung gebracht werden. Ken und Dorothy meldeten sich bei Unsolved Mysteries in einem letzten Versuch, Antworten auf die Fragen zu finden, die sie plagten. Wo war Kurt in den 5 Tagen, die er vermisst wurde? Starb er auf dem leeren Grundstück oder wurde seine Leiche dort abgelegt? Und ist es möglich, dass ein völlig gesunder 17-jähriger Junge ohne ersichtlichen Grund stirbt? Der plötzliche und unerwartete Tod eines Teenagers ist immer tragisch. Aber für die beiden wird diese Tragödie durch die mysteriösen Umstände, die zu seinem Tod führten, noch schlimmer. Kurt Sover lebte mit seinen Eltern in diesem ruhigen Arbeiterviertel am Rande von Cleveland. Er war der jüngste der 4 Söhne von Ken und Dorothy Sover und derjenige, der seinen Eltern am nächsten stand. Er hatte nie Ärger mit den Nachbarn. Er hatte nie Ärger in der Schule. Und es gab auch keinen Ärger mit der Polizei. Deshalb kann ich nicht verstehen, was passiert ist. Kurt verließ sein Zuhause zum letzten Mal am Freitag, den 23. Oktober, am späten Nachmittag.
Ein Block von seinem Haus entfernt traf sich Kurt mit einem Freund. Wie geht's dir? Hey, was geht? Nicht viel, und bei dir? Alles gut. Heute Abend Party? Wo? In Sus Haus, lass uns hin. Heute Abend? Ja, es ist Freitag. Ich hatte vor, ins Spukhaus zu gehen. Kurt Sova kehrte nicht nach Hause zurück. Es war nicht seine Art, über Nacht wegzubleiben. Er kam spätestens um 23 Uhr nach Hause, und das auch nur, wenn wir wussten, wo er war. In dieser Nacht kam er einfach nicht mehr nach Hause. Am Samstagmorgen waren Kurts Eltern besorgt. Dorothy begann, Kurts Freunde anzurufen, während Ken die Gegend absuchte. Wir durchsuchten die ganze Nachbarschaft, alle Orte, von denen wir annahmen, dass Kurt dort sein würde. Und als der Tag verging und niemand mit Kurt auftauchte, da begann ich mir wirklich Sorgen zu machen. Am Sonntag meldeten die Sovers Kurt bei der Polizei von Cleveland als vermisst. Währenddessen verteilte Dorothy in der Nachbarschaft Vermisstenflyer. Hallo, kann ich Ihnen helfen? Wir durchsuchten die Schluchten, die Schulhöfe. Ich bin sogar so weit gegangen, Müllcontainer nach ihm zu durchsuchen. Am Sonntagnachmittag hat Dorothy eine Spur gefunden. Kurts Freunde erzählten ihr, dass er am Freitagabend auf einer Party in Newburgh Heights war, 3 Kilometer vom Wohnort der Sovers entfernt. Dorothy fuhr zu dem Haus, in dem die Party stattgefunden haben soll. Ja? Bist du Susan? Nein, Susan ist gerade nicht hier. Als ich dort ankam, war nicht das Mädchen, das die Party veranstaltet hatte, da, sondern ein anderes. Sie behauptete, sie würde babysitten und das andere Mädchen würde arbeiten. Weißt du etwas von einer Party hier am letzten Freitag? Nein. Kannst du dafür sorgen, dass Susan mich anruft, wenn sie nach Hause kommt? Sag ihr, es ist wirklich wichtig. Sicher, sicher. Ich gebe dir meine Telefonnummer. In Ordnung. Bitte sag ihr, sie soll mich anrufen. Ja, in Ordnung. Als das Mädchen, das die Wohnung gemietet hatte, nach Hause kam, rief sie mich an und sagte, sie hätte meinen Sohn nie gesehen und sie hätte auch keine Party gemacht. Andererseits gab ein Pizzabote an, dass am Freitagabend tatsächlich eine Party in dem Doppelhaus stattgefunden hatte. Dorothy kontaktierte Susan erneut und dieses Mal gab sie zu, dass Kurt dort gewesen war. Mehr als ein Dutzend Leute hatten mitgefeiert, einige von ihnen älter als Kurt, die meisten von ihnen Leute, die er nie zuvor getroffen hatte. Susan erzählte Dorothy, dass Kurt sehr viel getrunken hätte. Aber diejenigen, die ihn kannten, sagen, dass Kurt nie viel getrunken hatte. Und wegen seiner schlanken Statur vertrug er auch nicht so viel Alkohol. Ich war schockiert, als ich hörte, dass Kurt getrunken hatte. Ich dachte, er würde keinen Alkohol trinken. Ich bin sicher, wenn alle anderen getrunken haben, hat er wahrscheinlich auch auf dieser Party getrunken. Ich kannte ihn oder seine Freunde nicht als Trinker, aber es waren auch nicht seine normalen Freunde dort. Es war eine ganz neue Gruppe von Leuten. Komm schon. Der Freund, mit dem Kurt auf diese Party ging, sagte mir, dass Kurt schlecht geworden sei. Also brachten sie ihn nach draußen an die frische Luft. Es war kalt draußen, also ging er noch mal rein, um Kurts Jacke zu holen. Er ließ ihn am Zaun zurück. Als er mit der Jacke wieder runterkam, war Kurt weg. Kurt? Ich glaube, in dem Moment wurde ich hysterisch. Ich dachte, mein Gott, irgendwas ist ihm zugestoßen auf der Party oder auf dem Weg von der Party nach Hause. Nur hätte ich in meinen kühnsten Träumen nicht erwartet, dass er tot sein würde. Am Mittwoch, den 28. Oktober, 5 Tage nachdem er das Haus verlassen hatte, wurde Kurt Sovers Leiche in einer Schlucht in der Harvard Street gefunden. Er wurde nur 500 Meter von dem Doppelhaus entfernt gefunden, in dem er zuletzt lebend gesehen wurde. Wir haben einen jungen Mann, so um die 16 oder 17. Wir glauben, dass seine Leiche dort entsorgt wurde. Wer auch immer das getan hat, kannte die Gegend und wusste, dass die Leute hier Motorrad fahren und dort Kinder spielen. Sie wussten, dass er innerhalb einer gewissen Zeit gefunden werden würde.
Die Polizei durchkämmte die Gegend nach Hinweisen. Sie fanden Kurts linken Schuh verkeilt in Felsen, etwa 4 Meter von seiner Leiche entfernt. Sein rechter Schuh wurde nie gefunden. Foto 29. Kurts Leiche wurde zur Autopsie nach Cuyahoga gebracht. Der Gerichtsmediziner stellte fest, dass Kurt 24 bis 36 Stunden, bevor seine Leiche gefunden wurde, gestorben war. Das bedeutet, dass er noch mindestens 3 Tage lebte, nachdem er die Party verlassen hatte. Was er jedoch nicht feststellen konnte, war die genaue Todesursache. Auf Grundlage der Dinge, die wir gesehen haben, und ebenso wichtig der Dinge, die wir nicht gesehen haben, fehlte etwas. Wir waren der Meinung, dass Kurt Sova an einem sofortigen physiologischen Tod gestorben war. Die Todesursache in diesem speziellen Fall wurde als vermutlich zufällig bezeichnet, weil wir alles andere ausschlossen. Er war in keinster Weise verletzt worden. Er hatte nicht genug Alkohol getrunken, um sein Leben zu beenden. Er hatte keine schwere Krankheit. Und wie Sherlock Holmes sagte, man schließt alle anderen Möglichkeiten aus und das, was übrig bleibt, ist die Wahrheit. Dies war eine Ausschlussdiagnose. Ich konnte nicht glauben, dass sie mir nicht sagen konnten, wie Kurt gestorben ist. Wobei es für mich unerheblich ist, was sie auf das Stück Papier geschrieben haben. Für meinen Seelenfrieden möchte ich wissen, was mit meinem Jungen passiert ist. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich wissen will, wer ihn in die Schlucht gelegt hat. Sowas könnte ich noch nicht mal einem Tier antun, geschweige denn einem Menschen. Ich will nur wissen, was mit meinem Jungen passiert ist. Nachdem der anfängliche Schock über Kurts Tod abgeklungen war, begann Dorothy Sova eine Reihe seltsamer Ereignisse aufzulisten, die in den 5 Tagen, in denen ihr Sohn vermisst wurde, stattgefunden hatten. Am Montag, 3 Tage nach Kurts Verschwinden, behauptete einer seiner Freunde, David Trusnik, er habe Kurt und einen anderen Jungen auf einer belebten Straße gesehen, weniger als 1 Meile von Sovas Haus entfernt. Ich war auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch. Es war an einem Montagmorgen und ich sah Kurt. Er war mit jemandem zusammen, den ich nicht erkannte. Ich hielt an, um Kurt eine Mitfahrgelegenheit anzubieten. In dem Moment hielt ein Van an und Kurt rief Franco. Sie rannten beide zu dem Van und stiegen ein. Ich wusste nicht, dass Kurt vermisst wurde. Wenn ich gewusst hätte, dass er vermisst wird, hätte ich wahrscheinlich etwas tun können. Ich hätte dem Van folgen können, aber ich wusste es nicht. Und 2 Tage später wurde er tot aufgefunden. Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Ebenfalls am Montag bemerkte ein Fremder, der sich in der Nachbarschaft der Sovas herumtrieb, Kurts Vermisstenflyer im Schaufenster eines Plattenladens. Bitte sehr und danke. Danke, bis später. Auf Wiedersehen. Kann ich Ihnen helfen? Sehen Sie das Bild da von dem Jungen? Ja, was ist damit? Das können Sie abnehmen. Sie werden ihn in 2 Tagen tot auffinden. Niemand wird wissen, warum er gestorben ist. Die Verkäuferin war skeptisch, jedoch hatte sie bald einen Grund, den Fremden ernst zu nehmen. Am nächsten Tag, bevor der Plattenladen geöffnet hatte, hinterließ er Blumen und eine Notiz. Auf dem Zettel stand: Rosen sind rot, der Himmel ist blau, erst starb der Junge und jetzt sagst du Ciao. Die Polizei befragte ihn und er sagte, er wäre ein Verrückter aus Detroit. Und danach habe ich ihn nicht mehr gesehen. Weil Kurt bis dahin nur als vermisst galt, hat die Polizei den jungen Mann aus Detroit wieder freigelassen. Später, als Kurt tot aufgefunden wurde, war der Mann verschwunden. Denn am Mittwoch, dem Tag, an dem Kurts Leiche gefunden werden sollte, erhielt Dorothy Sova frühmorgens einen Anruf von Susan, der jungen Frau, die in dem Doppelhaus wohnte, in dem Kurt am Freitagabend getrunken hatte. Ich bekam einen Anruf um 3.30 Uhr am Morgen. Und sie sagte mir, dass jemand in ihrem Keller schläft und dass es vielleicht Kurt ist. Und ich dachte, warum rufst du mich jetzt an, nachdem du mich so oft angelogen hast? Ich wusste nicht, ob ich ihr glauben sollte. Meine Frau erzählte mir, dass das Mädchen gegen 3 Uhr morgens anrief und ihr sagte, dass sie denkt, Kurt würde in ihrem Keller schlafen. Ich bin daraufhin zu dem Haus gefahren und in den Keller gegangen. Ich dachte, vielleicht ist er krank oder verletzt. Ich dachte, wenn ich da runtergehe und ihn finde, kann ich vielleicht etwas für ihn tun.
Dort fand ich ein Feldbett, das aussah, als hätte jemand darin geschlafen. Ich durchsuchte den gesamten Keller, doch ich fand niemanden. Ich konnte nicht sagen, ob es Kurt war. Es kann sein, dass jemand in dieser Nacht in dem Bett geschlafen hat, aber ich habe niemanden angetroffen. Ich denke, dass Kurt da war. Ich denke, er lag schon tot auf diesem Feldbett. Aber ich glaube, sie gerieten in Panik und haben seine Leiche in die Schlucht gebracht. Ob Kurt nun im Keller gestorben ist oder nicht, Dorothy und Kens Sofa sind sich in einem Punkt sicher. 24 Stunden bevor seine Leiche gefunden wurde, war Kurt nicht in der Schlucht. Kens Sofa hatte dort auch gesucht und nichts gefunden. Ich weiß, dass an dem Tag, an dem ich gesucht habe, niemand da war. Sie müssen ihn am Abend dort abgelegt haben. Ich habe mich umgesehen und bin mir sicher, dass, wenn Kurt dort unten gewesen wäre, ich das leuchtend gelbe T-Shirt, das er anhatte, auf dem Gelände bemerkt hätte. 3 Monate nach Kurts Tod hatte Dorothy wieder einen Grund, misstrauisch zu sein. Der Tod eines Jungen, den Kurt kannte, Eugene Quett, schien eine unheimliche Ähnlichkeit mit Kurts Tod zu haben. Eugene wurde in einer anderen Schlucht gefunden, 3 Kilometer von dem Ort entfernt, an dem Kurts Leiche entdeckt worden war. Beide Jungen waren einige Tage vor ihrem Tod vermisst worden. Eugene Quetts rechter Schuh wurde ebenfalls nie gefunden. Der mysteriöse Tod von Kurt Sover hinterlässt eine Spur verstörender Fragen. Wie genau ist Kurt gestorben? Wo war er in den 5 Tagen, nachdem er das Haus verlassen hatte? Hatte Kurt im Keller des Doppelhauses geschlafen? Gab es eine Verbindung zwischen Kurts Tod und dem Tod von Eugene Quett? 7 Jahre später sind Dorothy und Ken Sover immer noch auf der Suche nach Antworten. Wir wissen immer noch nicht mehr als an dem Tag, an dem wir nach ihm suchten. Aber ich glaube, dass irgendwo jemand genau weiß, was mit Kurt passiert ist und darüber schweigt. Ich glaube nicht, dass ich jemals Frieden finden werde, bis ich die Antworten gefunden habe. Und wenn ich sie nicht durch diese Sendung herausfinde, werde ich weitersuchen. Ich werde suchen bis zum Tage meiner Beerdigung. Ich werde niemals aufgeben, denn ich glaube nicht, dass ein normaler, gesunder Junge einfach weggeht, 5 Tage verschwindet und dann tot in einer Schlucht endet. Ich weiß, dass jemand weiß, was mit ihm passiert ist. Dieser Fall wird weiterhin als vermutlicher Unfalltod eingestuft. Jedoch hoffen die Ermittler immer noch herauszufinden, wie Kurt gestorben ist. April 75, Südvietnam. Als Saigon an die Nordvietnamesen fiel, kämpften Tausende von Flüchtlingen darum, das Land verlassen zu können. Für John Nellis, dem Sohn einer Vietnamesin und eines amerikanischen Soldaten, war dieser Exodus ein Albtraum. Im Schutz der Dunkelheit sprang John und seine zukünftige Ehefrau auf die Ladefläche eines Lastwagens, um den ersten Schritt ihrer Reise in die USA zu machen. In Ordnung, Mann. Lass uns von hier verschwinden. Sie entgingen nur knapp der Gefahr, von wütenden südvietnamesischen Truppen erschossen zu werden. Ich hatte wirklich Angst und ich fragte mich, ob wir es schaffen werden. Wir dachten, wir haben eine Chance, das Land zu verlassen, aber wir wussten nicht genau, wohin wir gehen werden. John und Vivian hatten Glück. Ihnen gelang die Flucht. Aber heutzutage gehen die Turbulenzen in Johns Leben weiter. Die Geschichte Asiens im 20. Jahrhundert ist geprägt von Kriegen und Revolutionen. Das Leben des 42-jährigen John Nellis ist von diesen Konflikten zerrissen worden. Als John noch ein Kind war, wurde sein amerikanischer Vater durch den blutigen Aufstieg von Mao Zedong aus seinem Leben gerissen. 1973, als die USA sich aus Vietnam zurückzogen, verschwand Johns kleiner Sohn in dem Chaos am Ende eines anderen Krieges. Heute wünscht sich dieser neue amerikanische Staatsbürger ihre Hilfe. Er ist der Sohn, der seinen Vater wiedersehen möchte und der Vater, der seinen Sohn wiedersehen möchte. Der Name von Johns Vater war Melvin Nellis. Er war ein amerikanischer Soldat, den Johns Mutter Mitte der 40er Jahre in Chungking, China kennenlernte.
Chun King sollte zu einem Brennpunkt der Revolution in China werden, als das Regime von Chiang Kai-shek durch die kommunistische Armee von Mao Zedong entmachtet wurde. Melvin Nellis war in Chun King stationiert. Dort lernte er Johns Mutter kennen, lebte mit ihr und liebte sie. Okay, es ist fertig. Das ist für dich. Zeit zu essen. Hast du Hunger? Als John 5 Jahre alt war, wurde sein Vater zurück in die Staaten versetzt. Ich wünschte immer noch, du könntest mit mir kommen. Weil seine Eltern nicht offiziell verheiratet waren, durfte er nicht mit ihm in die USA reisen. Melvin Nellis versprach zu schreiben, aber irgendwann kamen keine Briefe mehr. John hat nie wieder etwas von seinem Vater gehört. Meine Mutter hat mich nicht mit meinem Vater gehen lassen, weil ich ihr einziges Kind war. Außerdem ist in der asiatischen Kultur der Junge das Fundament der Familie. Meine Mutter wollte aber genauso, dass ich bei ihr bleibe, damit ich sie unterstützen kann, wenn sie alt wird. Ja. 1952 zogen John und seine Mutter in ihr Heimatland nach Südvietnam. Zu dieser Zeit nahm der Vietnamkrieg an Fahrt auf. Johns Mutter lebte vom Verkauf von Obst und Gemüse, konnte aber gerade noch genug Geld sparen, um ihren Sohn auf eine Privatschule zu schicken. Dort lernte er Englisch und erhielt eine westliche Ausbildung. Meine Mutter hat viel für mich geopfert. Sie musste 2/3 ihres Einkommens dafür ausgeben, mich auf diese Schule schicken zu können. 1957 nahm Johns Mutter ihn mit zur Botschaft der Vereinigten Staaten in Saigon. Das ist mein Sohn John. Hallo John, wie geht es dir? Ich bin John Quinn. Möchten Sie sich setzen? Nun, was kann ich für Sie tun? Ich möchte meinen Sohn zur Auswanderung in die Vereinigten Staaten anmelden. Nachdem meine Mutter den Kontakt zu meinem Vater verloren hat, geriet sie in eine finanzielle Notlage. Also dachte sie daran, mich in die Vereinigten Staaten zu schicken, weil sie Angst hatte, dass sie sich nicht mehr um mich kümmern könnte. In der Botschaft konnte er sich ein Registrierungsdokument beschaffen, das bewies, dass Johns Vater Amerikaner war. Dieses Dokument sollte für seine spätere Auswanderung in die Vereinigten Staaten entscheidend sein. Als der Krieg in Vietnam eskalierte, machte Johns Privatleben dramatische Veränderungen durch. Er lernte eine Frau kennen und bekam ein Kind mit ihr. Dann, 1971, verließ sie ihn und nahm Johns Sohn mit. 1973 heiratete sie einen amerikanischen Soldaten und John glaubte, dass das Paar den Jungen mit in die USA genommen hatte. Zuallererst bin ich ein wenig traurig, weil ich einen Sohn verloren habe. Aber ich bin glücklich, weil er in die USA gehen kann, um eine gute Ausbildung zu bekommen und ein besseres Leben zu haben. Damit er nicht so endet wie ich. Im April 75 waren John und seine neue Freundin Vivian auf einem der letzten Flüge, die Saigon verließen. Ich warf einen letzten Blick durch die Tür nach unten, als ich oben im Hubschrauber saß. Ich sah das ganze Leben in der Stadt. Ich wusste, das ist nun der Abschied und sagte, endlich reise ich in die USA. Später, nachdem John sich in Amerika eingelebt hatte, erfuhr er, dass sein Junge in dem Chaos und Gemetzel, das Vietnam überrollt hatte, zurückgelassen worden war. Nach John und Vivians waghalsiger Flucht haben sie geheiratet. Derzeit leben sie in einem Vorort in Orange County, Kalifornien, wo John als Elektroniker arbeitet. Im Jahr 1986 wurde das Paar eingebürgert und hat eine 3-jährige Tochter, Vienna. Trotz Johns neu gefundenem Glück ist sein Leben voller loser Enden. Er hat sowohl seinen Vater als auch seinen Sohn verloren und sehnt sich danach, mit beiden wieder vereint zu werden. Wenn mein Vater und mein Sohn mich jetzt gerade sehen, würde ich ihnen gern sagen, wie sehr ich sie vermisse und dass ich sie liebe und sie gern wiedersehen würde. Johns Vater Melvin Nellis diente in den späten 40er Jahren in China.
Seine letzten Briefe an seine asiatische Familie wurden aus Ohio verschickt. Melvin Nellis wäre heute zwischen 60 und 70 Jahre alt. Dank unserer Sendung erfuhr John Nellis, dass sein Vater jetzt im Ruhestand ist und in Tokio, Japan lebt. Unglaublich, nur 3 Wochen später hatte auch Johns Suche nach seinem Sohn Daniel ein Ende. Nach 17 Jahren durften sie sich wiedersehen. Oh, da kommt er. Oh mein Gott. Oh, da ist er. Das ist er. Da, das ist er. So viele Jahre habe ich ihn vermisst. Ich denke die ganze Zeit an ihn und bin so glücklich, ihn zu sehen. Das ist ein echter Traum, der wahr geworden ist. Es ist ein Wunder. Als ich meinen Vater sah, war ich so aufgeregt und sehr glücklich. Als ich in seine Augen geschaut habe und seine Familie sah, habe ich mein Glück gefunden. Daniels erster Tag in Amerika war überwältigend. Er traf nicht nur seinen Vater wieder, sondern zum ersten Mal auch seine Halbschwester und seine Stiefmutter. Nun ist er bei mir. Ich werde mein Bestes tun, um ihm ein besseres Leben und eine gute Zukunft zu ermöglichen. Ich werde wieder gut machen, was er verloren hat. Gleich folgt eine Geschichte von 2 Priestern, die durch ein gewaltsames Verbrechen verbunden sind. Jemand führt wohl einen Rachefeldzug gegen Geistliche und dieser jemand ist noch auf freiem Fuß. Wenn sie geweiht werden, geloben Priester, Diener Gottes und ihrer Gemeinde zu werden. Ihre Tür ist immer offen für diejenigen, die in Not sind. Aber ihr Glaube kann sie auch in Gefahr bringen. Die Bereitschaft eines Priesters zu helfen, egal wem, wann und wo, kann sogar sein eigenes Leben bedrohen. Pater Reinaldo Rivera aus Santa Fe, New Mexico, ist ermordet worden. Pater John Kerrigan aus Ronan, Montana, ist auf mysteriöse Weise verschwunden. Die Behörden befürchten, dass diese beiden Fälle zusammenhängen, obwohl sie 1000 Meilen und 2 Jahre auseinander liegen. Es ist sogar möglich, dass ein Serienmörder auf freiem Fuß ist, der ausschließlich katholische Priester ermordet. Kathedrale von St. Francis, hier spricht Pater Gerard. Am Abend des 7. August 82 ging im Pfarrhaus der St. Francis-Kathedrale in Santa Fe, New Mexico, ein Hilferuf ein. Ich habe eine Sehschwäche, ich kann nachts nicht fahren. Aber könnten Sie in ein paar Minuten zurückrufen? Pater Gerard konnte das Pfarrhaus nicht verlassen und bat den Anrufer, in 15 Minuten wieder anzurufen. Genau 15 Minuten später klingelte das Telefon wieder. Dieses Mal nahm Pater Reinaldo Rivera den Anruf an. Hier spricht Pater Rivera. Hallo Pater, ich benötige die Hilfe eines Priesters. Mein Großvater liegt im Sterben. Der Anrufer war hartnäckig. Er wollte, dass sofort ein Priester kommt, um die letzte Ölung zu erteilen. Kennen Sie die Raststätte südlich von Santa Fe? Ja, die kenne ich. Wie lange werden Sie dahin brauchen? Ich kann in 20 Minuten da sein. Der Mann sagte, sein Name wäre Michael Camello. Er würde von einer Raststätte in der Nähe von Waldo, New Mexico anrufen, ungefähr 30 Kilometer entfernt. Pater Rivera brach an diesem Abend auf, um jemanden an der Raststätte in Santa Fe zu treffen. Das war an einem Donnerstagmorgen. Donnerstagabend wurde er als vermisst gemeldet. Es gab eine Nachrichtenmeldung, dass Pater Rivera vermisst wurde. Wir hatten einen möglichen Standort. Zumindest wussten wir, dass es irgendwo in der Gegend von Waldo war, denn der Priester erinnerte sich an Waldo, New Mexico. Hunderte Bürger opferten freiwillig ihre Zeit, um in die Gegend von Waldo zu kommen. Wir hatten Pferde und Allradfahrzeuge für die Suche. Hunderte von Menschen durchkämmten die Gegend samt Hügel und Wüste nach ihm. Wahrscheinlich kannten ihn 90% der Menschen in Santa Fe und hatten zu irgendeinem Zeitpunkt mit ihm zu tun.
Zwei Tage, nachdem die Suche begann, wurde Pater Riveras Leiche an einer verlassenen Straße gefunden, 5 Kilometer von der Raststätte entfernt. Bei der Beerdigung von Pater Rivera trauerte die ganze Stadt, erschüttert von dem brutalen Mord an ihm. Von Samstag an bis zu seiner Beerdigung war die Stadt wie erstarrt. Ob man nun evangelisch, katholisch, protestantisch oder Jude war. Wir waren einfach alle vereint in dieser Zeit. Allein die Tatsache, dass er zu diesem Aufruf hinausfuhr, war ein Akt der Nächstenliebe und Fürsorge. Ich glaube, weil er den Menschen diese Liebe zeigte, reagierten sie einfach darauf. Und als er dann starb, war da diese Traurigkeit in ihren Herzen für jemanden, den sie liebten. Alle liebten Pater Rinaldo. Ich bin mir sicher, er ist glücklich dort, wo er jetzt ist. Wir vermissen ihn. In der Mordnacht wartete der Mann, der sich Carmelo nannte, in einem blauen Pickup-Truck auf Pater Rivera an der Raststätte. Lieutenant Ulibrie hat eine Theorie entwickelt, was dann geschah. Die Mörder haben dort wahrscheinlich auf ihn gewartet. Als er auf dem Rastplatz ankam, haben sie ihn angesprochen. Pater? Ja? Sind Sie der Priester, den Sie geschickt haben? Ja, der bin ich. Ich bin Pater Rivera. Es kann unmöglich eine einzelne Person gewesen sein, denn die wäre mit ihm nicht klargekommen. Also müssen mindestens 2 Leute beteiligt gewesen sein. Und wir wissen, dass sie Waffen hatten, weil er erschossen wurde. Also bin ich sicher, dass sie ihn mit dieser Waffe in Schach hielten. Aber es mussten 2 Leute beteiligt gewesen sein, um ihn zu überwältigen, weil er ein sehr starker Mann war. Ulibrie glaubt, die Killer haben Pater Rivera in ein abgelegenes Wüstengebiet gebracht. Beweg dich! Raus mit ihm, los! Genau da! Er wurde nicht dort getötet, wo er gefunden wurde. Sie fuhren zu einem Ort, warfen ihn auf den Boden und verschwanden. Sie hätten ihn überall in der Gegend von Waldo verstecken können. Es gibt viele Orte, wo man eine Leiche verstecken kann und sie nie gefunden wird. Also wollten sie offensichtlich, dass er gefunden wird. Nach dem Verbrechen fuhren die Täter zurück zu dem Rastplatz, um das Auto vom Pater verschwinden zu lassen. Sein Fahrzeug wurde auf einem Rastplatz östlich von Grants, New Mexico, gefunden, was etwa 2 Stunden von Santa Fe entfernt ist. Es wurden keine Beweise im Fahrzeug gefunden. Wir haben keine Fingerabdrücke und keine Blutspuren. Es war sauber gewischt worden. Die Polizei von Santa Fe hatte nur wenige Anhaltspunkte und nach einer landesweiten Überprüfung fanden sie keinen Verdächtigen namens Michael Carmelo. Was das Motiv angeht, so war Pater Rivera nicht das Ziel. Ein katholischer Priester war das Ziel, aus welchem Grund auch immer. Raub war kein Motiv, weil dem Priester nichts gestohlen wurde, außer seiner Tasche mit Sterbesakramenten, wahrscheinlich als Souvenir. Anscheinend möchte der Mörder die Tat noch einmal durchleben. Jedes Mal, wenn er sie ansieht, erinnert er sich daran, einen Priester getötet zu haben. 2 Jahre später, am 8. August 1984, verschwand in Ronan, Montana, ein weiterer Priester auf mysteriöse Weise. Pater John Kerrigan war neu an der Sacred Heart Catholic Church in Ronan. Er war erst seit 4 Tagen dort, bevor er auch verschwand. Um 23 Uhr in der Nacht, in der er verschwand, ging Peter Kerrigan in eine Bäckerei gegenüber der Kirche, um mit seinen neuen Gemeindemitgliedern zu plaudern. Willkommen, Ronan. Dankeschön. Schön, Sie hier zu haben. Oh, es ist mir ein Vergnügen. Ich erwarte, alle morgen hier in der Kirche zu sehen. Nach ein paar Minuten ging er nach Hause, um ins Bett zu gehen. Am nächsten Tag entdeckte eine Obsthändlerin an einer Ausfahrt des Highways, die zum nahegelegenen Flathead Lake führt, ein paar blutige Kleidungsstücke. Auf diesem Hemd ist überall Blut. Nachdem wir erkannt hatten, dass sie Pater Kerrigan gehörten, durchsuchten wir das Gebiet um den Kirchstand auf dem Hügel dahinter. Ein blutiger Kleiderbügel wurde in der Nähe der Kleidung gefunden.
Wir kamen zu dem Schluss, dass der Kleiderbügel benutzt wurde, um jemanden zu fesseln. Er könnte benutzt worden sein, um jemanden zu erwürgen. Wir glauben, es war Pater Carrigan. Es gab nur keine richtige Möglichkeit zu bestimmen, wofür er benutzt wurde, aber er steht definitiv in Verbindung mit der Kleidung. Es war nicht länger ein Kleiderbügel. Er war deformiert und wurde definitiv für irgendeinen anderen Zweck benutzt. Eine Woche später fand man Peter Carrigans verlassenes Auto 8 Kilometer von der Stelle entfernt, wo seine Kleidung gefunden worden war. Wir wissen, dass das Auto dort, wo wir es fanden, ungefähr eine Woche lang stand, bevor wir darauf aufmerksam wurden. Wir haben die Gegend gründlich abgesucht und fanden die Schlüssel im hohen Gras liegend. Es war Blut auf dem Vordersitz, an der rechten Tür und auf dem rechten Bodenbereich. Ich frage mich, ob wir hier eine Leiche im Kofferraum haben. Wir fanden eine blutige Schaufel im Kofferraum. Außerdem war da ein blutiges Kissen und auch Blutspritzer. Die Polizei war überrascht, $1,200 in Pater Carrigans Brieftasche zu finden. Das Geld war nicht versteckt, sondern ganz normal in der Brieftasche aufbewahrt. Und nichts davon wurde berührt. Also glauben wir nicht, dass Raub ein Motiv für dieses spezielle Verbrechen war. Als Lieutenant Ulibrie von Pater Carrigans Verschwinden erfuhr, flog er nach Ronan, um die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Fällen zu untersuchen. Genau hier. Hier irgendwo lag er im Gebüsch. In beiden Fällen wollte der Mörder die Menschen wissen lassen, ich habe einen Priester ermordet und hier ist der Beweis, dass ich ihn ermordet habe. Ich glaube immer noch fest daran, wer auch immer Pater Rivera getötet hat, war auch bei Pater Carrigan involviert. Es gab weitere Ähnlichkeiten in den Fällen. Beide Autos der Opfer wurden vom Tatort weggefahren. Ein deformierter Metallkleiderbügel wurde in der Nähe von Pater Carrigans Kleidung gefunden. Es gibt Hinweise, dass ein Kleiderbügel bei Pater Riveras Mord verwendet wurde. In beiden Fällen war Raub nicht das Motiv. Und beide Priester gehörten dem erlesenen Orden der Franziskaner an. Wenn es irgendwo anders ähnliche Fälle mit einem ermordeten Priester gibt, würden wir gerne davon hören. Möglicherweise haben wir es mit einem Serienmörder zu tun, der katholische Priester tötet. Als nächstes die Geschichte einer Familie. Alles begann mit einem Gesteinsbrocken, in den geheimnisvolle Symbole eingemeißelt waren. Könnte ein Stein die Macht haben, das Schicksal von Menschen zu verändern? Unsere nächste Geschichte ist teils Tom Sawyer und Huckleberry Finn und teils ein Märchen. Es läuft auf Folgendes hinaus. Zwei Jungen aus dem Staat Washington finden tief im Wald einen großen Stein, der mit seltsamen Symbolen bedeckt ist. Dann beginnt eine phänomenale Glückssträhne. Ist es Zufall oder doch etwas anderes? Urteilen Sie selbst. Es ist hier gleich an der Ecke. Sieht er denn cool aus? Oh, sehr cool. Am Samstag, den 14. Mai 88, in einem abgelegenen Waldstück nahe der kanadischen Grenze, führt der 13-jährige Jamie Parks, seinen Freund Trevor Johnson, den Pfad des Tumwater Creek entlang. Jamie hatte einen besonderen Stein gefunden und beschlossen, ihn seinem besten Freund zu zeigen. Oh, cool! Habe ich es dir nicht gesagt? Wow, das ist klasse! Sieht so aus, als hätten vor Millionen Jahren Menschen mit einem Stock darauf gezeichnet. Ja, ich weiß. Das, worüber ich mich irgendwie wundere, ist die Figur auf dem Stein. Könnte ein Mann oder so etwas sein. Sieht aus wie ein Stempel. Vielleicht sind die Marsmenschen gekommen und haben das gemacht. Das ist wirklich klasse. Es hat alle Aspekte der Natur. Die einzige Möglichkeit, wie jemand das je hätte machen können, ist, wenn es aus Ton wäre oder sie ein Weltraumwerkzeug oder sowas hätten. Oh, das muss ich meinem Dad erzählen. Ja, lass uns gehen. Ich wollte mir diesen Stein unbedingt ansehen. Jamies Begeisterung war ansteckend und hatte mein Interesse geweckt. Hier ist der Steve. Ja, guck mal. Und ich drehte mich um. Da war dieser wunderschöne Stein mit diesen Markierungen drauf. So etwas hatte ich noch nie gesehen.
Ich hatte sofort das Gefühl, dass dieser Stein etwas zu sagen hatte. Für mich hatte er tatsächlich etwas sehr Positives über das Leben zu sagen. Ich fühlte mich auf ungewöhnliche Weise motiviert. Als ich den Stein zum ersten Mal sah, hatte ich ein unheimliches Gefühl. Es war ein gutes Gefühl. Man kann einfach nicht in Worte fassen, was der Stein einen fühlen lässt. Von diesem Tag an nahm das Leben von Steve und Patty Johnson eine dramatische Wendung zum Besseren. Und sie würden das dem Stein zuschreiben. Jahrelang hatte die Familie Johnson mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Um die Rechnungen bezahlen zu können, nahm Patty einen Job als Empfangsdame an. Trotzdem waren sie verschuldet. Die Dinge sahen einfach sehr traurig aus. Wir wohnten in einer kleinen Wohnung. Die Finanzen waren nicht gut. Patty und ich waren beide berufstätig. Ich arbeitete als Justizvollzugsbeamter. Ich war nicht glücklich mit der Anstellung. Die Bezahlung reichte nicht aus, um auch nur ein paar unserer Rechnungen zu bezahlen, um ganz ehrlich zu sein. Um ihre finanzielle Situation zu verbessern, wollten sie einen kleinen 9 Quadratmeter großen Laden in einem neu errichteten Einkaufszentrum eröffnen. Patty kündigte ihren Job, um das Geschäft zu leiten. Aber der Plan ging nach hinten los, als sich die Bauarbeiten verzögerten. Anstatt sich zu verbessern, verschlechterte sich ihre finanzielle Situation. Am 16. Mai, 48 Stunden nachdem Steve Johnson den Stein zum ersten Mal gesehen hatte, begann sich sein Glück dramatisch zu ändern. Klar, Dennis, wir können gleich da sein. Das war Dennis Logan. Er wollte wissen, ob wir gleich zur Landing Mall kommen könnten. Okay. Aus heiterem Himmel kommt der Eigentümer des Einkaufszentrums auf uns zu und sagt, hören Sie, wir möchten, dass Sie einen Laden mit 90 Quadratmetern eröffnen. Dies ist der Laden, den ich mir für Sie vorgestellt habe. Ich war sehr ehrlich zu ihm. Wir hätten das Geld nicht, um das zu tun. Und ohne mit der Wimper zu zucken, sagte der Herr, nun, wir werden uns schon darum kümmern, dass Sie Ihr Inventar bekommen. Ich habe damals den Schock nicht wirklich überwinden können. Ich konnte dem Kerl keine intelligenten Fragen stellen, wie sie das denn machen wollten. Wir waren beide verblüfft. Wir konnten einfach nicht glauben, dass es da draußen Menschen gab, die helfen wollten. 3 Wochen später, Anfang Juni, eröffnete Steve und Pattys Kleiderladen. Es war ein durchschlagender Erfolg. Unerwartet taten sich weitere Geschäftsmöglichkeiten auf. 3 Tage nach der Eröffnung des Kleiderladens wurde Steve der Job als Manager des einzigen Kinos im Einkaufszentrum angeboten. Die Eigentümer des Einkaufszentrums waren so beeindruckt von Steve, dass sie ihm nach weniger als einem Monat erlaubten, das Kino zu einem sehr niedrigen Preis zu kaufen. 3 Monate und einen Tag, nachdem er den Stein gesehen hatte, eröffnete Steve ein Süßigkeitengeschäft. Sein 3. erfolgreiches Geschäftsvorhaben im Einkaufszentrum. Die Johnsons sind davon überzeugt, dass ihr Glück mit den magischen Kräften des Steins zusammenhängt. Im vergangenen September untersuchte der Archäologe Rick McClure den Stein und stellte fest, dass die Petroglyphen nicht von amerikanischen Indianern eingeritzt worden sind. McClure ist der Meinung, dass die Symbole im letzten Jahrhundert entstanden sind und keine religiöse Bedeutung oder magische Kräfte haben. Die Glückssträhne der Johnsons hält unvermindert an. Vor 3 Monaten wurde ihnen ein Haus mit 5 Schlafzimmern angeboten, mietfrei für 4 Jahre, als Gegenleistung für kleinere Reparaturen am Haus. Für die Johnsons ging damit ein Traum in Erfüllung. Durch diesen Stein hat sich unser Leben positiv verändert. Wir verbringen mehr Zeit mit unserer Familie, wichtige Zeit. Unser Einkommen ist so weit gestiegen, dass wir damit beginnen können, Leuten, die uns über all die Jahre geholfen haben, etwas zurückzugeben. Und all das bringt uns sehr viel Freude. Ich weiß nicht, ob es Aberglaube ist oder nicht, oder ob es Glück ist. Aber es scheint einfach so zu sein, dass sich seitdem die Dinge verändert und sich für uns zum Positiven gewendet haben. Hängt die Glückssträhne der Familie Johnson mit dem Stein und seinen kryptischen Symbolen zusammen? Die meisten von uns würden es wahrscheinlich Zufall nennen. Aber wer weiß? Manchmal ist die Grenze zwischen Zufall und Mystischem ein ungelöstes Rätsel. Begleiten Sie mich nächste Woche zu einer weiteren Ausgabe von Unsolved Mysteries. Wenn Sie Informationen zu diesen Unsolved Mysteries-Fällen haben, gehen Sie auf www.unsolved.com.